So oder so, du bei Borderlands 2, weiter geht's. Weiter geht's. Hallo, hallo, ja. Hi. Da sind noch andere Menschen anwesend, die gerne gucken. Der Lego, Lunatic und Buga natürlich auch wieder. Jawollo. Wir haben beim letzten Mal Buga. Warte, deines Amtes. Lego. Ich bin ein wenig leiser. So, ich jetzt den Knaller zünden. Zünden den Knaller. Auf mich bitte. Hui. Irre. Ungefähr. Ja. Oh, das ist gerade. Ich glaub, da ist jemanden getroffen, Alter. Ich baller einfach mal hier. Raketen, Granaten, alles. Oh, ihr macht das schon. Wollte gerade sagen, ihr macht es schon. Ich bin die Dexperta, ich kann das. Oh, der war da jetzt. Ich bin da rum. Nicht so geil. Alter Schwede. Mit diesen Nachladewaffen, die hier explodieren, ist gar nicht mal so schlecht, ne? Finde ich eigentlich ziemlich geil. Ich hatte ja da auch schon mal eine. Du kannst echt, wenn du es richtig timest, kannst du den noch auf den Kopf werfen, nochmal zusätzlichen Schaden damit bauen. Ist extrem gut. Yes, Level 7. Innen irgendwas. Ich wollte gar nicht. Warum hab ich die? Oh, Alter Schwede, hinter dir, pass auf! Was zum Teufel? Wo kommt die denn her? Granate! Warum sind die einfach in der Luft stehen geblieben, die Granate gerade eben bei mir? Ja, so eine Luftstehbleib-Granate. Ja, gibt's sowas? Gibt es so solche Granatenarten, in der Luft stehen bleibt Granaten? Es ist ein Spiel, das ist eigenartig. Wir können 5 Meter springen. Ich denke, sowas gibt's vielleicht. Könnte sein. Wie kommst du auf die absurde Idee? Gravity Hack, hallo? Ganz kurz schauen, was habe ich denn gerade für eine Granate angewählt hier? Wo ist denn meine Maus? Hier ist meine Maus. Der Zoom ist viel zu hoch von diesem blöden Scharfschützen. Throwing Grenade. Nee, irgendwie nicht. Kann man die nicht irgendwie raus und rein zoomen? Nee, wa? Nee, leider nicht. Ah, okay. Hat nur so einen Standard. Ja, der ist wirklich gerade zu hoch. Zoom. Dafür kann man die da hinten im Lager treffen, falls da einer rumrennt. Okay, ich würde sagen, gehen wir mal runter, oder? Wee. Sieht aus wie ein Zirkus da hinten. Ich will in den Zirkus! Sollen wir in den Zirkus gehen? Ja! Klar, warum nicht? Hey, cool, da ist echt jemand. Tschüss! Dieser blöde Zoom, der wackelt viel zu sehr für meinen Geschmack. Oh, ich hab's nur noch platzen sehen. Da ist eine Kiste. Die hole ich mir mal. Ja, machst du mal. Zeig mal, was in dir steckt. Was in der Kiste steckt vor allem. Munition. Richtig, ich kack mal so richtig auf den Teppich und zeig, was in dir steckt. Aber sowas. Boah, was? Ja, auch weit, cool. Dass richtig schön signiert ist. Wow. I'm a dragon. Die Geräusche. Ach, fire. Fire my fire. Foreign Malaysia. Warum soll ich meine Maus gerade? Ah, jetzt. Oh, könntest du mal treffen, du Noobsen, Sniper-Rifle-Ding da? Danke. Bam. Jawollo, bitte ich. Da ist noch einer. In den Knie schießen. Den Knie vor allem. In dem Knie. In den Knie, Digga. Schieß in dem Knie. Explosiv. Tu mal die Döner. Tu mal in dem Knie schießen. Tu mal machen. Tu mal die Irmes. Komm mal bei die Irmes. Komm mal bei die Oma. Komm mal bei die Oma. Da schackt der Diener. Oh, warum bin ich denn schon wieder? Uga! Ich bin das Marauder. Mach der Waffe, die ich hier hab. Immer wenn ich dich gebraucht hab, wenn ich einsam war. Uga! Boah! Ich retz dich mal. Ich treffe den die ganze Zeit kritisch. Kann ich auf deinen geilen, komischen Frauenvogel-Arsch gucken? Nice. Rettest du ihn schon? Nein. Alter. Gehört. Dann versuche ich den abzuhalten. Ey, was hält der denn aus, dieser Badass? Übel, der Riesentyp, Mann. Ja, die sind voll schlimm. Voll der Badass. Wie der Name schon sagt. So, ich probier yes. Mal jetzt läuft doch. Boah. Granate für dich, du Pisser. Was ist so der Hammer? Was von hier Feines. Okay. Sieht interessant aus, die Pistole, die da rumliegt. Die hat irgendwie so ein Messer noch hinten dran hängen, aber die ist eigentlich nicht so geil. Hier, wo da vorne liegt, hier. Da. Kannst du einerseits schießen und andererseits dein Brot mitschmieren, ist ja super. Ja, ist irgendwie geil. Wenn du Hunger hast, das ist die perfekte Waffe. Nutella und so. Nutella. Natürlich kannst du nur Nutella damit schießen, ist ja ganz klar. Ich mag's, wie die Köpfe platzen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das haben sie richtig schön gemacht. Genau so würden wir das sehen. Weißt du, jetzt bereue ich auch gar nicht mehr den Counter-Strike-Vergangenheit. Warum müsstest du den töten, kurz bevor ich bei ihm bin? Entschuldigung, ich retz dich. Ich retz ihn auch. Jetzt werde ich angeschrieben in Stieme. Kein Problem, ich hab ihn. Danke. So. Der mich angeschrieben hat, ja bitte. Hau ihn um. den hol ich mir auch noch, wenn wir fertig sind. Leute, Waffenkiste. Ne, doch nur Schilde. Schilde ist auch gar nicht so schlecht, wie Ey, warum kann ich eigentlich verletzt werden, während ich in meiner Phasenform bin? Das finde ich voll unfair. Vielleicht wär's ein bisschen cheap sonst. Auch für uns, da bin ich auch unverwundbar, da geht er eigentlich nur auf mein Abbild. Den hat's auseinandergerissen. What? Oh, ich hab's gesehen, schade. Ich will mehr Köpfe. Manche fragen mich, warum ich. Yes! Bam! Das ist echt Panne. Ist das schön, Mann, ist das schön. Ich hab schon ganz am Anfang gesagt, da wo wir nachts gespielt haben, wo es rauskam, dieses Spiel und ich können Freunde werden und ich glaube, wir sind Freunde geworden.
Seid ihr jetzt fest zusammen? Ja, ja, schon. Das ist die Todesanimation, ne? Haben sich am Jim Beam-Abend kennengelernt, die beiden. Animationen sind so geil. Jim Beam. Du bist mein Freund. Okay. Send us those T-shirts every year, sag ich nur. Wow, voll der Kopf, Mann. Komm, zeig deinen Kopf. Du hast voll den sexy Kopf, zeig deinen Kopf. Schüttel deinen Kopf, Baby. Oh, schieß ihn noch nicht um, ich will ihn zerschießen. Danke. Keine Munition mehr, nein, stürz im Automaten. Nein, hier ist keiner. Na komm schon, lad. Ach du Kacke! Oh, lad doch mal! Fuck, ey. Oh, wow, 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 ganz cool, Junge, ganz cool. Ich mach überhaupt keinen Schaden mit diesen blöden Marauder. Ich nehme jetzt meine Shotgun. Allahu Akbar! Uga! Ich nehm dich von hinten und retz dich, okay. Alter Spiel! Du nimmst mich von hinten. Oh Mann, das war gerade echt schon ein bisschen Kultus Interruptus, was du da gemacht hast. Ich war gerade voll dabei bei der Vogelfrau, so richtig mal von hinten. Ihr seid eklig. Ich weiß. Ja. Oh, fuck, was hab ich da genommen? Oh, Maschinengewehr. Oder weißt du, das könnte auch so ein Schimalnius Interruptus sein. Schimalni. Okay, was ist das denn? Ganzerke Kopfanpassung. Ein Hauch Dread. Ja, das hab ich von bekommen von meinen Assassinen. Hast du es schon ausgewählt? Wo kann man das denn auswählen? An dieser komischen Maschine da, die aussieht wie so ein Mädchen. Oh, hätte ich wohl machen sollen. Naja, egal. Was soll's? Oh, du hast auf mich gewartet. Zeig mir deinen Kopf, du Arsch. Ich brauch nur ein Bein. Zeig mir deinen Arsch, du Kopf. So rum ist eigentlich eher die Aussage. Ah, ich häng schon wieder. Brainiac. Oh, shit. Ja, und du. Keine Äxte für mich, danke. Oh. Ah. Den Säurebehälter, jawohl. Oh, Wams. Erstmal. Oh, ganz Säuremodus. Nachladen zu müssen ist nie gut. Ich schmeiß mein Tourette mal. Schmeiß dein Tourette, yo! Schmeiß dein Tourette in den Club und schrei, yo, ho! Ich schmeiß zwei Fuffis in den Club und bin pleite! Leuchtkugel, hui! Ja, das ist allerdings wahr, so viele Fuffis kann ich auch nicht werfen. Ich kann das schon. Ich schmeiß zwei Fuffis und dann bin ich arm. Boah, Alter, also manchmal gehen sie echt schnell down und manchmal irgendwie zieh ich denen gar nichts ab, hab ich das Gefühl. Ja. Total strange. Ja, wenn wir da zu viel drauf schießen, dazu ist es ja auch da. Im 4-Player-Modus werden sie stärker. Ja, schon mal. Ich die Angst der Menschen an. Beim Sniper ist das aber ganz krass, muss ich sagen. Wenn ich normal die Körper treffe, 40 Schaden. Wenn ich Headshot mache, direkt 120 oder so. Was? Ich mach 250. Oh, fuck. Was? 250? Mit was für eine Waffe denn? Mit meinem Sniper. Ich mach 400. 375 kritisch mache ich hier bei dem Marauder. Wo ist das denn? Ich mach 450 kritisch. Ihr habt Videobeweis. Ich hab's gesehen, Leute. Ich mach 375 Schaden. Oh, aber mir sind die Schadensdinger meistens nicht so hoch. Deswegen, Sniper für den Sniper und nicht für die... Ja, mit Sniper machst du über 400 Schaden. Breite Masse. Ich hab ja keinen... Ich hab ja gar keinen Sniper-Rifle. Ich hab ja eine Assault-Rifle. Ich weiß nicht, beim Einser war es ja auch schon so. Als Sniper hast du echt mit der Sniper meistens so gemacht. Die anderen waren nicht so prall. Ja, auch der Nahkampf. Ja, ich finde es auch gut, Sniper das so Ninja, haben. Weißt du, das ist voll die ganze Geld für euch an, wisst ihr, und ihr rennt einfach durch. Ja, wieso? Das ist doch so gut. Richtig, kriegen wir alle, glaube ich, oder? Ja. Ja. Geld zumindest. Munition ja leider nicht. Oh! Ja. Oh, komm schon, du bist ein verdammter Troll. Wie du mir einfach mal unglaublich viel Energie kostest jedes Mal. Guck mal, was da steht. Schön, das höre ich Peter, nicht zum ersten Mal. Das ja. Ah, nee. Warum steht da jetzt Piss off? Piss off? Letztes Mal, als Lego und ich hier waren, da stand da No Fapping. Über no dem Fapping? Klo. Doch, okay. Ohne Witz, über dem Klo. Weißt du, Lego? Piss off, Mann. No Fapping. Fand ich gut. Ich würde davon passen, ja. Wow. Oh Gott, ich brenn schon wieder. Ihr brennt im Schritt? Oh. Hilft du Bepanthen? Ja, ich hab Bepanthen neben mir liegen. Was? Mein Tattoo. Wenn's mal brennt. Nimm Hämorrhoidencreme. Ja, oh. Hämorrhoidencreme aufs Tattoo ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Oh, yes. Sei denn, du hast Hämorrhoiden am Tattoo. Ja, das wäre dann aber auch echt irgendwie. Ja. Da würde ich nicht mehr hingehen, sagen wir mal so. Da würde ich nicht mehr hingehen. Wenn ich da mit Hämorrhoiden am Tattoo rauskommen würde. Das ist eklig. Ah. Oh, Mann. Ich will nicht mehr. Oh, du musst. Du musst. Wir haben erst angefangen. Wir sind noch nicht mal in Sanctuary. Splattery Splat Splat Tank. Sehr gut. Ist jetzt gut? It's your birthday. I'm a sniper. Birthday. Oh, was ist denn der? Du noch? Mal schnell Bewegung.
Na, geht's? Ich okay, nicht. Das Schild ist auf jeden Fall besser als alles jetzt andere. Hier gibt's Schilde, hier gibt's fette Schilde. Ich kann Luna nicht fressen. So hast du einen erwischt. Arschloch! Scheiße, runtergefallen. Wir haben ein besseres Schild. Ins Gesicht! Oh, Achtung, die Toiletten, da kommen welche raus. Okay. Ja, die sind jetzt weg. Oberaggressiv, wir haben sie bei was gestört. Oh Gott, die haben fappt. Hält sich aus hier bei mir gerade? Ja, die haben sich den Regeln widersetzt und haben gefappt auf dem Klo. Das geht natürlich nicht. Das geht natürlich nicht. Ja, darum verlieren sie auch ihre Köpfe, einer nach dem anderen. Ist nicht gut. Ach, wie sein muss. Machst du? Ja, ich hab jetzt so ein Badass-Marauder am Arsch. Nein. Ist, ich keine Munition mehr. Was macht ihr da? Rettet mich. Ihr solltet nicht aufeinander legen. Nee, oh shit, beide. Holy crap. Ich komme. Rüber. Gut, dann gehe ich zu Luna. Ich könnte aber noch. Bist du oben oder unten, Luna? In der Röhre. Flup. Ist er. Nein! Ganz ich hab erwischt, die Sau. Fuck. Ja, der Typ hält so viel aus, wenn man da nicht die. Ey, die kommen aber auch gar nicht, wenn man zu allein oder zu zweit spielt, glaube ich, ne? Die Badass Marauder. Ne, die kommen nur, wenn man zu viert ist, glaube ich. Okay, die sind auch ziemlich badass, muss ich sagen. Holy crap. Bin ich denn jetzt gelandet? Hier gibt's noch ein Schild übrigens, wenn ihr wollt. Oh Leute, ich bin gerade am Arsch der Welt, wisst ihr das? Ah ja, da war ich schon drinnen, ja. Im Arsch der Welt. Im Arsch der Welt. Ja, da war ich drinnen, da war ich auch schon mehrmals drinnen. Ich hatte auch die ganze Zeit ein ziemlich bescheidenes Schild, muss ich sagen. Irgendwie war das echt toll. Gar nicht so gut. Gar nicht mal so gut. Hier sind neue Schilde drin. Oh fuck, warten, oh bis fuck. Luna kommt, weil Lego und ich wissen ja. Ich bin runtergefallen. Ja, das ist eine glorreiche. Wieso hängen hier drin Schwarzlichtröhren? Im Klo? Ja, im Klo. Und warum sind da so komische Bilder? Alter. Das willst du nicht wissen, was sie hier machen normalerweise. Nein. Was habe ich entdeckt? Was habe ich echt? Ja, schön. Not want. Oh Mann, bin ich hier einfach nur runde gesprungen wie ein Trottel. Genau zwischen den beiden Platten durch. Wie ein Geschäftsführer. Wie ein, ja, das war nicht wirklich wie ein Geschäftsführer. Ein sehr schlechter Geschäftsführer. Wie ein Azubi, ein Roboter. Wie ein Azubi. Warte mal, was kann ich denn wie sehen? Ein Praktikant wohl eher. Ein übel fauler Praktikant, der immer zu spät kommt. Und dann auch immer bekifft ist, wenn er da ist. Ich weiß ja nicht mal, wo ich lang muss, ey. Ich hab mal mein Dings an. Ist hoch, gemacht. Alter. Bist du? Ja, ich bin ja ganz, ganz weit weg, unten irgendwo. Hört ich mal, seh dich. Ich hab gerade mal meinen Tonband gemacht. Okay. Ich hab mal am Eingang des Dorfes. Oh, das dauert jetzt eine Weile. Ich seh dich. Dauert nicht so lang. Eine Minute, dann bist du da. Das ist, ich hat die Aufnahme gekillt. Das ist voll der Plan, ja, genau. Mann. Was ist ein Plan? Zigarette bauen. Zigarette bauen? Das Leute, fangt nicht an. Ich will mich auf das hier anzumerken. Und wenn ihr Zigaretten kaufen wollt, dann bei mir. Alter. Zigaretten kaufen bei dir? Lego ist eine Zigarette bauen. Mhm. Ach so. Sportzigarette. Sportzigarette? Nein, macht er nicht. Lungenbrötchen? Ja, Lungenbrötchen. Köstliches Lungenbrötchen. Ein feinstes Weed, ich meine. Ne? Arschhaar, feinstes Arschhaar. Kaugummi baue ich mir zusammen, Kaugummi herstellen dauert nicht lange, weißt du? In was für einem Film war das mal, wo einer nach einer Zigarettenmarke gefragt hat, der sagte, wir haben nur Kamelsackhaar. Was für ein Film war das nochmal? Ich überlege. War es ein Film? Ich weiß gar nicht, ob ich es auf dem Film kann. Das war ein ganz schlechter Film, aber. One Night in Paris ist ein ganz schlechter Film. Das stimmt. Oh, ja. Du gehörst vom Kopf auch, aber ich fand ihn trotzdem schön. Die Story war sehr gut, vor allem die Wendung zur Mitte hin. Die Wendung zur Mitte war unglaublich. Wobei, ganz ehrlich, zum Ende fand ich es eigentlich zum Kotzen. Wieso das? Du hast keinen Geschmack. Oh, da oben gibt's noch einen Shop, eigentlich. Oh, okay. Oh, hier gibt's haufenweise Kram. Oder kann ich mal meinen Scheiß verkaufen, Mann? Ich habe so viel Waffen dabei, die ich nicht brauche. Ja, ich Du ist dein Scheiß. Ist der Shop? Achso, da oben. Definitiv, ich und Brugger, wir machen dann auch so einen Abklatsch von Tour, gerade wenn der einen Scheiß verkauft hat. Oh, jetzt hab ich dich verkauft. Kannst auch kurzen. Ich meine, wir saugen ihn auf. Oh Gott. Ja, bitte nicht. Jetzt gerade wieder ein bisschen. Köstlich. Kam gerade zwei, drei Brocken hoch. Kam zwei Brocken hoch, okay. Oh, ich hab eine Anpassung. Ich hab hier einen Sniper mit 63. Was denn hier? Auch den ist der besser als die. Oh, Mann, das ist Correcting Apparatus, die ist richtig gut, aber. Leute, Brugger, schaust du mal ganz kurz. Ich hab hier einen Sniper mit 63 Schaden. Brauchst du den? Das wäre eventuell mal ganz nice. Man hat 65, aber die ist recht langsam im Schießen. Ich kann den da mal geben. Warte mal, mit X, ne? Auch langsam beim Schießen und schlecht im Snipern beim 69. Ich kann dir eine Pistole geben, wenn du magst. Die ist besser als meine, aber meine hat Feuerschaden. Was hast du denn für eine? Upsala. What the fuck? Was war das? Ich muss den Schildkopf verkaufen. Alle, kannst du die mal tauschen, bitte? Oh, wie geht denn das? Ach, Kapitän. Der will nicht. Blödes Tauschsystem. Was muss ich denn da machen, um es zu tauschen? Jetzt. Du musst Wieso kann ich auf ein leeres Feld, dann Enter, dann auf die Waffe und dann nochmal Enter.
irgendwie es auf die Waffe. Das ist bescheuert. Das ist total bescheuert. Was ist das denn für eine, die du da hast? Autocorrecting, ja, why not? Oh, dann hat eine bessere Feuerrate und Genauigkeit. Das ist doch was Feines. Dann siehst du mal. Oh, da wird auch noch 3, 2, 1, go. Kannst du noch abbrechen? Ja, glaub schon. Okay. Schauen wir mal ganz kurz, ob die besser ist als die, wo ich hab hier. Nein, die hat auf jeden Fall mal ein nice Visier. Ja, die gefällt mir. Die schießt schön schnell. Ich lasse mal auf jeden Fall in meinem Rucksack mit drinne. Ich würde sagen, wir halten mal alle die Klappe jetzt, weil... ich das Wort habe. Nein. Oh Gott. Der Meister spricht von oben herab. Oh nein, nein, weil jetzt... Nieder, nieder. Hallo! Okay. Wer ist der Typ? Unsere neuen Folterpüppchen, Jungs! Der Dicke. Au, der Typ! Der Dicke! Ist der, der uns die ganze Zeit geteased hat über Lautsprecher. Ist das eine Speckwanne, ey? Come on, get baby Flint. Burn! Burn, baby, burn! Burn, baby, burn! Ich finde die Übersetzung so doof. Brenne, baby, brenne. Brenne, baby, brenne. Anus, ey! Oh Gott, das sind auch noch normale Gegner unten. Fuck, das habe ich jetzt sehr unterschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, warte, komm. Oh, Bru ist tot. Oh nö, das ist... Ah, Beta ist tot. Wieder Beta. Ich bin auch gleich tot. Oh, shit. Ich retz ihn. Verdammt. Das war jetzt kein guter Start. Kampf. Ah, toll. Nein. Okay, Lego, dein Job jetzt alle zu retten. Ja, ich mach ja schon, Meine Güte. Würde ich gleich zurückkommen? Nein, okay, ich lebe. Oh, Mann. Ihr lasst euch alle da abmetzeln hier. Ist ja nicht mehr brennender Psycho, hau mal ab hier. Oh, Mann, oh, Mann. Scheiß Kerl. Captain Flint, Mann, aber der kriegt's von mir ab, Mann, der kriegt's von mir ab. Kann mich jemand kurz... Schmeiß doch mal einer mit einer Kamikaze. Kann jemand kurz bei mir so... Oh, ich bin tot. Nein! Ich bin tot! Alter, ist das schwer auf 4, Leute. Ihr wart zu langsam. Das ist echt krass. 4 hier auf jeden Fall, hauen die ordentlich rein, die Gegner. Komm ich wieder raus? So, Kopf weg. Bam's tot. Was zum Teufel? Schieß mal, wo ist denn der Flint? Tot! Ach gut, der ist schon weg dann. Nee, wenigstens. Noch die Marodeure schön in die Eier geschossen. Ja, sehr gut, der Flint ist down auf jeden Fall. Bruga ist übrigens auch down, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Ich bin schon auf dem Weg. Ich mach gleich einen kalt, das passt schon. Okay. Okay. Was, der Boss ist schon down, wollte ich fragen? Ja, der ist down, der war voll easy. Scheiße. Okay. Kann man sich hinlegen, die wa? Die treffen mich ja trotzdem noch. Holy fuck. Ich glaube, die Kleinen sind das Schlimme. Wenn man sich zuerst auf den Boss konzentriert, dann geht das eigentlich. Da hatten die blaue Waffe geklaut. Was für eine Waffe? Der verliert eine blaue Waffe normalerweise. Okay. Ich habe nur einen blauen Kopf. Was ist das für ein blauer Kopf? Bereits freigeschaltet, leck mich. Ja, neues Skin. Alles bereits freigeschaltet, ja. Ich habe heute schon. Davon, wenn man vorher noch farmt. Okay. Ja, an der Slotmaschine ganze Zeit. Ja, das mache ich dann, wenn ich mal genug Kohle habe. Wo ist dein Schiff, Junge? Ah, hier ist dein Schiff. So, jetzt nochmal Skillen hier. Was nehmen wir denn? Ich würde sagen, kritisch. Waffenkiste! Ich glaube, ich habe auch noch. Oh ja, nee, ich Waffenwechsel ist besser. Pistolen, Igitt. Ich werde danach. Vielleicht dauert das Ganze. Oh, nice. Die sind ja besser als meine. Viel besser. Pistolen, aber ich habe keine Pistole. Ach, ich nutze keine. Ich finde auch keine. Wir haben auch bald einen dritten Waffenslot, by the way, ne? Okay. Ich glaube, mit Level, was haben wir jetzt? 9, 10? Keine Ahnung. Ich hole mir lieber mal maximale Gesundheit dazu mit meinem Token hier, weil das ist echt heftig, auf, wenn man zu 40 spielt, man, wie die Gegner drauf sind. Ich skill sowieso gerade auf Health. Das nervt mich voll. Das haben wir im ersten Video von Beta haben wir es schon mal gezeigt. Also ich habe es schon mal angesprochen. Ich weiß nicht, hast du es gezeigt, ja, ne? Was denn? Das mit den Token, weil ich habe jetzt dummerweise von jedem eins genommen, so ziemlich. Und die kann man nicht mehr rückgängig machen. Ja, das ist doof. Total scheiße. Was für Tokens? Drück mal Tab und geh mal auf die Medaille. Da kannst du noch einzelne Dinger zuweisen. Richtig, genau. Da kannst du im Prinzip nochmal so extra Skills, irgendwie 0,7%, 1%ige Skills machen. Token einlösen. Elementartechwaffen, Nahkampfschaden, Schild, Ladeverzögerung, maximale Gesundheitsschild, Ladeverzögerung. Die Straße also nach Sanctuary. Alles, dann geh ich auf Zusatz HP einfach die ganze Zeit Damage. Pur, ja. Nahkampf ist eh scheiße. Schild ist, lade ich denke ich, Gesundheit, jawoll. Oh, hier. Schussdämpfung, Schildkapazität. Was macht ihr denn? Schusswaffenschaden. Luna, gehst du aus dem Kurz? Schöner Song. So. Ab die Reise! Toll, auf! Das kenne ich noch aus Teil 1, hör auf! Ich töte dich! Three horns divide, okay?
Ich werde dich meine Dinge einlösen, meinen Kopf und den anderen Scheiß, den Waffenkack. Kannst du Sniper auf dem Ladescreen ist extrem nice. Aldi, weil, Luna, benutzt es einfach im Inventar schon. Was mit deinem Penis? Der juckt, wie verrückt, willst du mal kratzen? Der Kackstift drückt. So kann man es natürlich auch nennen. Holy crap, sind wir jetzt in Rage gelandet auf einmal? Oh! Dicker, abschießen! Los! Ah. Ja, so, die sind wieder gut. Bully Monk. Kriegst du gut da? Die wehren sich nicht so wirklich. Die sind dumm. Die sehen aus wie ein Diablo 3, der Barbar in seiner Ulti-Gestalter. Ein bisschen. Oh. Du brauchst einen Wagen, um das Stadttor zu erreichen. Geh zum Catalan. Badabadadabam. Du bist echt Burger hingerannt. Ach, da bist du. Komischer Ameisenmann, den kann man doch nicht übersehen. Ameisenmann? Hast du mittlerweile so einen Ameisenkopf oder was? So sehe ich doch aus, oder? Habt ihr den gar nicht drauf gedacht. Sag mal kurz. Ah, so ein bisschen. Oh, holy shit. So ein bisschen, ja. Ja, so ein Helm mit Visier halt eben. Sieht aus wie eine Ameise, finde ich. Weißt du, woran ich gerade denken musste, als ich das gesehen habe? Der Schreiten leider hat keine Munition mehr. Ich? Renne! Auf zu leiden. Beta, eine Frau im Team, weiße. Ich weiß auch nicht, ob vielleicht Schreiner auf einmal ganz hochgeschrien hat. Kann natürlich auch sein. Ich hab hier die Brüste. Ja, ich weiß. In real life. Boobs, I make the rules. Das ist eigentlich Luna. Ach, da hinten. Ich bin hinten, hab die Munition aufgesammelt, die ihr habt liegen lassen. Knichis. So, wer braucht schon Munition? Ja, hier ist ein Automat, scheiß drauf, wir sind Bonzen. Wir schießen auf Kram, also. Dritten Slot? Nee. Apropos auf Kram schießen, ich will weiter schießen. Ja, warte. Ich bin außer auf Muni, ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Oh, ja, Automat. Nö, mein Geld behalte ich lieber. Lauf mal nicht so schnell, mein Visier wackelt zu viel. Da kriegt er was von mir. Hol ihn dir. Sollten wir nicht eigentlich ein Fahrzeug besorgen da vorne? Oh, Fahrzeuge sind geil, jawohl. Ja, deswegen sag ich ja. Da konnte man einen spawnen. Kann man doch zu viert rein oder muss man immer zwei und zwei? Hey, was? Oh was? Shit, sorry. Ach, ihr wart das? Sorry, Mann. Ich renn da so lockig durch und sterbe. Aber ich als Frau hab hier wohl das Recht, mein eigenes Fahrzeug zu steuern. Nein. Oh Gott. Oder Luna fährt. Kommt eh nicht an. Ich meine, wenn es ans Einparken geht, dann können wir ja tauschen, aber. Ja, ja. Da müssen wir dann wahrscheinlich auch tauschen. Und ich möchte mal pinkes Barbie-Mobil fahren, bitte. Danke. Okay. Name Barbie Girl. Das war kein Witz. Das Menü. Mal die. Soundeffekte sind runterstellen, die ist gerade heftig laut. Mhm. Holy fuck. Okay, jetzt geht's weiter. Oh, Alter, Kohle rum, Mann. Hier ist auch noch Muni, ich geh mir irgendwo zum Ding. Was ist das denn? What the shit? Ich fand Angel in Teil 1 aber schöner. Gratis-Fahrzeug? Ich fahr nicht in Legos rosa Partymobil mit. Fahr ich damit auf Baller rum. In seinem Bumsbomber meinst du? Ja! Legos Bumsbomber. Wir können uns jetzt an die schlechten Teile fassen. Oh Gott. Ich hab gar keinen. Was? Abgeklebt oder was? Nee, abgefallen. Zugenäht. Abgefallen. Pimento Taco. Pimento Taco. Pimento Taco. Pimento Taco, das ist gut halt. Ich nehm Fahrzeug 2, ne? Okay, jemand anderes benutzt gerade die Catch-A-Ride-Station. Das ist Lego. Okay. Ich will mein pinkes Barbie-Mobil haben, so. Oh Gott. Okay. Ja, machen wir es nacheinander. Haut erstmal rein. Kann man da jetzt zusammenfahren oder? Ich hab. Ich hatte eben. Ey, wartet mal ganz kurz, können wir da zusammenfahren? Vollbremsung. Ah, ich bin auf dem Schützenplatz, was sogar, alles klar. Okay, auf geht das. Yeah! Holy shit! Ich bin irgendwie froh, dass ich nicht selber fahren muss. Ja, das ist sehr schnell. Und bei Lego will ich nicht mitfahren, glaub ich. Das ist echt eine Bürde, ey. Ist das ein rosa Partymobil? Wo ist er denn? Ah, da hinten ist Lego. Wie erfährt man? Bei welchem Kram spielt der? Das Heckantrieb, ja, voll rutschig und so. BMW, Mann. Audi TT, Mann. Ich war irgendwie. Er ist fast so schnell wie wir, ne? Das war gut. Oh, ihr seid doch Haufen. Der fährt doch. Die Lege auf diesen Trottel. Ich baller eh vom Schuss aus. Stirb endlich, Alter. Holy crap. Boah, diese roten Wolken, ich liebe sie. Oh! What the fuck?
Ich wollte gerade sagen, gehen wir auch auf die Schützenposition, Mann. Oh, zu spät. Oh, fuck. Alle, ich halte so ein bisschen rum. Ich kann's echt nicht fahren. Gas. Screw you guys. Ich krieg ich. Wir müssen sowieso jetzt zu Fuß, ne? Zu Fuß? Oh. Ja, leider. Da kommen wir nicht durch im Auto hier. Stechender Kaktus. Böser Kaktus. Nicht draufschießen. Das macht so immer wieder, um uns zu ärgern, pass auf. Nicht zu nah an den Kakteen vorbeilaufen, das ist nicht gut. Okay. Nicht wenn ich Steven, nein. Nicht wenn Lego eine Knarre in der Hand hat. Okay. Ich bleib auch mal fern von diesen Dingern. Oh, meine Schnittfahrt, ich muss sagen, Sie sind ein guter Chauffeur. Danke! Oh, da aus dem Wandanus kam etwas rausgekrochen. Ja, aus dem Wandanus. Anus. Ich hab schon Fels rausgekrochen mit Fell. Haariges Stück Scheiße. Haariges Stück Scheiße. Anüsse. Anüsse? Wow! Du wurdest gewarnt. Achtung! Shit. Oh, wo ist er? Da ist er. Money! Kennt jemand noch Evolution? Der hat ein Schild verloren. Cool, das ist sogar besser als meins. Evolution? Film, wo der einen Arsch gebissen wird da? Weiß nicht. Auf jeden Fall der von Evan Wright, man. Dieser mit dem Smiley mit den drei Augen. Der mit David Kofi. Ja, genau. Ja. Das ist cool. Keine Viecher erinnern mich irgendwie ein bisschen dran. Irgendwie schon ein bisschen. Oh, Lego! Irgendwas haut mich hier! Achso, so ein kleines Spiel von mir. Halt dich wieder am Arsch der Welt. Okay. Dieser Bullymox-Slinger ist extrem heftig. Fällt mir gerade so spontan auf. Ja, die halten schon besonders aus. Dann muss ich halt mal meinen Gunslinger-Modus auspacken. Ich schmeiß mal mein Tourette ab. Das zählt an die Bullies ab. Oh fuck, Alter, was ist das denn für ein Kaktus? Ja, die sind böse. Ja, richtig übel. Böser Kaktus. Setz dich unter Strom. Alles gut. Oh Mann. Meine Energie. Meine Energie. Mein Geschütz. Die nehme ich noch mit. Ah, mitnehmen hier. Musst du es immer wieder einpacken, oder? Ich kann es immer wieder einpacken, ja. Aber du musst es auch immer wieder einpacken, du kannst es nicht einfach irgendwo wieder spawnen. Ja, das, wenn ich es einpacke, lädt es aber glaube ich schneller auf, keine Ahnung. Achso, okay. Ja, bin ich ganz gut. Ah ja, okay. Da gibt's natürlich Sinn. Ich höre es nur bratzen. Sie ist nur klein da vorne. Oh, Badass Psycho. Fick mal, Alter. Gar nie. Ja, Hilfe! Wow! Ich verfolge da was, ich bring's mal mit. Oh Gott. Oh shit. Scheiße. Da, bitteschön. Ich bin tot fast. Du bist tot. Badass, der ist schlimm. Tot. Der Badass-Nomade ist richtig heftig. Oh, der Veda muss gerettet werden. Sollte gerettet werden, aber ich stehe halt direkt vor diesem Typen, Mann. Was schießt denn da auf mich? Ah. Genau das. Oh, dankeschön. Holy shit. Ich muss gerade mal tanzen, guck mal. Den habe ich nicht kommen gesehen. Flamenco. What the fuck? Da ist irgendjemand. Ach da. Der Lego. Hallo. Raving Fire Spike. Oh, das ist nochmal so ein gutes Schild. Der verbrennt erstmal. Mal ganz kurz meine Shields anschauen. Kiste, Munition, oho. Ne, Geld. So Geld. $3. Geld macht die Welt macht. Was hab ich denn gerade verwendet? Ich habe ein Raving Fire Spike Shield oder so drin. Ne, habe ich gar nicht. Falsch. Anderes. Ich hab kein Sniper-Muni mehr. Das ist... Keine Muni. Komm mal wieder ein bisschen zu euch. Schnellfeuer ist leer. Ich will noch nur snipern. Ich will doch. Ja, wir wollen doch alle eine Sniper. Ja, die geht so verdammt schnell leer. Hat man gerade 48 Schuss von. Das ist mies. Ich bin gerade auf Lego ein bisschen doing gepogelt. Ich sterbe. Was? Wo bist du? Master Ender! Oh shit. Oh, Jacke, Jacke, Mami, jawohl. Ach gut. Ja, ich wurde von Sophie angegriffen. Das kam mir direkt entgegen. Wie ihr das übersehen konntet, ist fraglich. Ich hab keine Ahnung, der war gerade noch nicht da, als ich vorbeigelaufen bin. Ich hab den Videobeweis, Junge. Er hat Tarnfarben. Tarnfarben, richtig. Zurückfordern. Ich kann auch zurückfordern, was mache ich denn dann? Nix, den Turm einziehen. Ich kann das nicht. Bei mir hält es so lange wie stand dran zurückfordern. Also nee, wenn ich dann kann ich zurückfordern, weil ich die Frau bin, ne? Also. Alter. Der hat seine Sprüche, ey. Ist mir da hochlatscht? Oh ja. Oh, da kommt wieder ein. Ausgewachsen. Die. Ich bin eigentlich relativ zufrieden mit der Waffe, muss ich sagen. Also ey, ich schieß den auf den Kopf und krieg keinen Crit. Wo haben die denn ihre kritische Stelle? Genau im Gesicht. Wahrscheinlich. Den Augen. Ja. Manchmal geht's, manchmal nicht. Mit der Waffe. Lass dich verprügeln, du! Ah.
irgendwie, ich weiß nicht, mit der Waffe kriegst du gut wie keine Crit. Nahkampf! Ich weiß nicht, ob das irgendwie an der Waffe liegt vielleicht, dass ich einfach so gut wie keine Crits kriegt oder ob ich einfach so scheiße ziel. Kann ja auch sein. Wahrscheinlich. Achso, hier hätten wir glaube ich doch noch irgendwie reinfahren können, kann das sein? Das kommt mir so vor, weil das ist halt. Das ist sehr weitläufig, definitiv. Voll groß, was ist denn hier? Wir haben einen Plumplands. Explosionsschaden. Oh, das sieht gut aus. Ich hab ja hier so ein Schnellfeuergewehr, Dingelingding. Nimmst du mal, ich bleib nämlich bei meiner erstmal. Dingelingeling. Mhm. Sowas in der Art, ja. Oh. Wow! Die kleinen Viecher kommen wieder. Die kleinen netten. Die kleinen netten. Die mit Brocken schmeißen. Oh, da ist wieder ein Elektro-Kaktus. Komm her. Ich bin Berliner, ich schmeiß mit Stein. Ja. Ich schmeiß mit Stein. Ich bin der Berliner. Aber kann es sein, dass die Bullimungs auch Schaden von diesem stechenden Kaktus kriegen? Ja, deswegen. Ja. Ich schieß da immer drauf und geh einfach weg. Okay. Und boom! Warte mal, warum schlägst du dich selbst? Holy warum shit, die Granate. Boah, ich wollte langsam für irgendwas wieder Munition. Ich will nicht ganz. Ah, Tatsache. Sag ich ja. Was hier? Nope, disposable gun. Nein, danke, wer ist das? Luna, hallo. Guck mal, was ist. Kann. Ich nehme sie mal. Ist so eine Wegwerfknarre? Boah, so eine Handknarre. Ja. Yes. Oh. Oh. What? Oh, fuck, so. Oh, fuck, Dinger. Wo sind sie denn? Weak. Bin doch zu langsam. Oh, die Kackviecher. Ja. Ah. Oh, Männchen. Nervt mit der Waffe voll schlecht, ey. Oh Mann. Mein Tourette. Dein Tourette. Ich kann auch zurückrufen. Warum kann ich dein Tourette zu. Hä? Jetzt hab ich auch schon Tourette. Tourette. Dein Tourette. Nicht mein Tourette. Ah, das ist gut. Die kleine Feature, nee. Das schließt die Dinger schon ab. Ja, übel. Ich find's ja sehr schön von dir, dass du vorbildlich versuchst, dein Tourette abzulegen, aber es geht nicht. so einfach ist das nicht. Oh, jetzt Tourette schenkt Weihnachtslieder. Ja, war das der letzte. Das hat nur eine unbegrenzte Lebenszeit. Was werfe ich denn da immer permanent? Ich drücke R und werfe Granaten oder sowas. Das ist deine Knarre. Da steht auch, wenn du nachlädst. Ach, guck mal, der Roland übrigens. Das ist der Charakter aus dem ersten Teil, ne? Ach, das ist cool. Ja, okay, dann habe ich eine coole Knarre. Die nehme ich dann doch mal. Kennt ihr den noch? Also auch die lieben Zuschauer, wenn ihr den ersten Teil kennt, das ist der Typ, der das Braune. Tourette gesetzt hat im ersten Teil. Das Tourette gesetzt. Eine Vorgabe dafür gelegt. Ja, sozusagen. Immer gescheit zu legen, halt. Auf den 20 Viecher platt. Oh, langsam mal wieder HP. Ich brauch mal ein Medikit oder so. Mann. Habt ihr schon gewusst, dass dieses Rautensymbol unser Ziel markiert? Hat Claptrap schon gesagt. Ja, richtig. Hat deswegen sag ich ja vorhin, dieses komische, dieses Rautending, wo wir hinrennen mussten und wo wir nah dran waren, das ist nämlich ein Kreis geworden. Und ihr habt mich alle ausgelacht. Was? Rote Pokémon Pikachu. Pikachu, Pikachu. Pikachu, Dönerschock! Kulturschock! Pikachu, Kulturschock! Stopp, Kackvieh!